Tamdoga, was hattest du in deinem Funkspruch gesagt? Du meintest, dass irgendwas nicht stimmt. Oh ja, darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe in letzter Zeit seltsame Signale empfangen bei der Radarüberwachung des Kaiosystems. Unidentifizierbare Objekte, die von Planet zu Planet springen. Und noch seltsamer ist, dass sie euch zu folgen scheinen, wenn ihr von Planet zu Planet reist. Es könnte sich um einen Feind handeln, der darauf wartet, sich auf euch zu stürzen. Du meinst, dass uns jemand folgt? Haben sie uns etwa die ganze Zeit beobachtet? Das überrascht mich nicht. Und jetzt, da ihr auf Pamut seid und die letzte Scherbe zu holen seid, wette ich, dass dieser jemand verzweifelt ist und etwas tun wird, um euch aufzuhalten. Horror, Kraxus. Wow, Kamtoga, ich wusste, dass du stark bist. Aber dass du intelligent bist, das habe ich bezweifelt. Sucht man nach Schurken mit schwarzen Maske. Ich bin sicher, wir werden noch mehr von ihm hören. Seid immer auf der Hut. Ihr habt es so weit geschafft. Da solltet ihr keinen dummen Fehler begehen. Das habe ich auch nicht vor. Und das sieht schon episch aus, ne? Besiege die Crawl. Also, ist schon ein bisschen unfair, dass der jetzt Kamtoga geschubst hat. Aber dafür, was heißt dafür? Der arme Kamtoga, den müssen wir jetzt auf jeden Fall retten und runterkommen. Aber wir sehen jetzt das erste Mal diese geilen Angriffe von ihm. Ich sag, dieses Backlog ist geil. Eigentlich mag ich ja keine Backlogs, die von der Ferne angreifen, aber das hat schon mal noch mal was. Vor allem der Superangriff hat auch was. Gönnt euch, wie geil das aussieht. Und das hat ihn gekillt. Wow. Also dieser Crawl, den kennen wir ja schon von anderen Arten. Das erste Mal haben wir ihn auf der Morgenrotbrücke gesehen. Es geht ihm gut. Hey, das ist Kamtoga. Wer weiß, was dieser zähe Bursche schon alles erlebt hat. Das ist gar nichts. Glaub mir, er klopft sich bestimmt gerade den Staub von der Schulter und verflucht uns fürs Rumstehen. Hast recht. Gut, suchen wir ihn. Wenn es ihm doch so gut geht, dann könntet ihr rein theoretisch runterspringen, ja auch. Ich meine, wenn es er überlebt hat, könnt ihr auch überleben und wir können leider nicht runterschauen. Was für ein Pech. Aber gut, dafür gibt es ja den Lift Feuerruinen B1. So. Sieht ja alles richtig nice aus, also. Lava ist neben. Das Lava ist schon neben den Eiswelten, eine meiner Lieblingswelten. Und da hinten könnte sich was befinden. Zumal das eine Sackgasse ist. Das ist eigentlich schon der Grund, warum man drüben eine Steinmarkierung platzieren sollte. Und ich glaube, man hört auch eine. Ja! Und wie man es auch ahnen hätte können, ist das von einer Feuerbarriere geschützt, wenn man das so sagen kann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das genau ist, aber wir haben's. Und können uns die Waffe holen. Also ich habe jetzt vor, auf Bamut, auf diesem Planeten schon gleich alle Standmarkierungen gleich mitzunehmen, damit wir hier auf jeden Fall kein Backtracking mehr betreiben müssen. Leo Zepper. Ein Blaster. Vom Spectrop Leo. Ich glaube, das haben wir noch nicht, ne? Ist aber auch geil. Sieht aus wie ein Löwe. Wie man auch vielleicht schon vom Namen entnehmen konnte. Werden wir aber hoffentlich früher oder später auch noch bekommen. Und ich setze eigentlich relativ, dass wir den bekommen.
Und wie geil sieht das eigentlich aus? Der Vulkan ist dauernd am Ausbrechen. Ist gerade nicht, ist gerade Pause, aber jetzt bricht er schon wieder aus. Und witzigerweise nur mitten im Strahl und wir werden nicht davon irgendwie behindert. Also passt das doch. So. Hier tauchen wieder Crawl auf. Und aber mit unserem Backdrop Level 60, was auch noch einen Elementarvorteil hat, sollte das alles kein Problem sein. Ich meine, das ist, glaube ich, wenn ich das stärkste Backdrop im Spiel, mit Ausnahme von den legendären Backdrop, die man durch Karten freischalten kann, aber okay, finde ich gut. So, jetzt öffnet sich hier so ein Schalter. Den Schalter kennen wir schon von Sly. So, hey, hast du das gesehen? Ja, ich frage mich, was das ist. Los, sehen wir nach. Dieser Schalter wird jetzt nämlich, wenn ich mal drücken darf, ich frage mich, welche Aufgabe er hat. Ja, im Moment scheint er deaktiviert zu sein. Aktivieren wir ihn mal, diesen Schalter. Genau, dann leuchtet nämlich eine von diesen drei Farben an dieser Tür auf. Ich war mir sicher, dass dieser Schalter etwas ausgelöst hat. Der Raum sieht genauso aus wie vorher. Meinst du, es ist eine Art Trick, damit wir Zeit verlieren? Nein, meine Sensoren empfangen einen Energiefluss. Ich wette, was wir suchen hier nicht hier, suchen es nicht hier. Oder sowas. Ja, okay. Es hat die Tür geöffnet, wir haben es ja gesehen. Und wir müssen noch zwei weitere Schalter finden, damit sich diese Tür öffnet. Ich muss mich mal kurz im Ohr kratzen. Das ist nicht sehr praktisch. Aber da kann ich jetzt auch nichts ändern. Also die Atmosphäre ist hier eigentlich schon geil, ne? Schon episch. Vor allem, weil ihr diese Wege euch immer abgebrochen sind, dass wir so durch diese Höhlen gehen müssen. Witzigerweise sind die Wege halt abgebrochen und genau durch die Mauer dann Höhlen entstanden. Da gibt zwar jetzt nicht so viel Sinn, aber okay. Ich glaube, wir nehmen den, weil der Nahkampf ist und ich glaube, dem elementarlose Crawl daher ein Vorteil ist. Ich weiß nicht, aber ich denke mal schon. Zumal müssen wir seinen Superangriff mal aufladen. Um den auch mal zu sehen. Weil ich bin mir sicher, dass der auch geil werden kann. So, da kommen noch mehrere. Wir sind Level up, wir sind 51, wow. Gleich mitbekommen, wann wir Level 50 geworden sind. Egal. Hauptsache wir sind. Weil Level 50 ist schon eine Zahl. Wir haben, glaube ich, soweit nur ein Spectre, was über uns ist, nämlich das 60er. Finde ich gut. Hier können wir nicht flüchten. Und ist schade, aber ich muss sowieso den Schalter aktivieren. Daher ist das ganz schön logisch. Aber irgendwie denken sie mir zu viel, das nimmt halt Zeit weg. Ist halt ein bisschen blöd. Es kratzt mich schon wieder im Ohr, aber ich versuche es so gut wie möglich zu vertuschen. Da vorne haben wir den blauen Schalter. Ah, hier hat sich auch gerade ein Protest bewegt. Interessant, ich frage mich genau, wie es funktioniert. Ja, dann probieren geht über studieren. Habe ich im Studium gelernt, obwohl ich noch nicht da war. Es ist wieder eines dieser Protest. Ja, das habe ich auch schon von Weitem bemerkt. Boah, du bist so intelligent. Okay, dann aktivieren wir das mal. Und es leuchtet die dritte Farbe auf. Jetzt fehlt nur noch grün. Mist.
Auch dieses Mal ist nichts passiert. Ja, wozu dient dieser Schalter eigentlich? Ach, wisst ihr, wenn ihr solche Augen habt wie ich, könntet ihr das viel besser sehen. Aber naja, ist nicht eure Schuld, ne? Aber uns fehlt noch ein Schalter, der ist nicht davon, der ist geschenkt. Eigentlich war alles auf dem Weg und alles war geschenkt. Aber leise, psch, bemerkt keiner. Entwickeltes Mineral, das ist ganz geil. So, jetzt können wir unser anderes Backdrop auch noch entwickeln. Wie sollen wir bloß hier vorbeikommen? Sie bewegt sich kein Stück und wir müssen zu Camp Toga, bevor es zu spät ist. Keine Body Grind, siehst du? Das Muster auf der Tür. Erinnerst du dich nicht an die glühenden Linien? Erinnern dich die glühenden Linien nicht an etwas? Was? Ja, du bist so intelligent. Wie die Schalter von diesem Raum. Genau. Ach, was würde ich nur natürlich machen? Das frage ich mich auch. Wie aktivieren den geschenkten dritten grünen Knopf? Und es öffnet sich die Tür. Darin ist ein weiterer Lift, der wahrscheinlich wieder nach unten führt. Aber, ja, sie reden nochmal, ist mir egal, was sie sagen, ist echt wichtig. Los. Da kann auch was Gutes drin sein. Entwicklungsmineral. Ich habe Augen, ne? Zwei nebeneinander. Bin ich eigentlich schon relativ gut, das sind keine, ne? Ich denke nicht. Feuerruinen B2. So, auch hier haben wir wahrscheinlich keine. Kein Kristalle. Eine Brücke über den Vulkankrater. Mir wird ganz anders, wenn ich daran denke, was passiert, wenn sie beim Überqueren einstürzt. Sag doch sowas nicht, kurz bevor wir sie überqueren müssen. Oh, tut mir leid. Schon gut, beeilen wir uns. Camp Toga muss irgendwo da unten sein. Ich bin direkt hinter dir. Naja, das glaube ich nicht, weil du bist schon wieder irgendwo McDonald's gegangen oder sowas. Ich sage nichts, wenn du mir was mitbringst. Aber wenn nicht, dann bin ich schon böse. So. Nehmen wir dich. Weil du einfach epic bist. Töte sie alle. Alter, der ist so OP geil. Ich kann einfach da hinten campen. Und wir beide können da hinten campen und die schleudern die einfach so nach hinten. Oh, es sei denn, wir kommen nach vorne. Es ist einfach so chillig mit dem hier. Also wenn er eine Herausforderung sucht, macht es auf jeden Fall ohne ihn. Ja, der ist ja schon eine große Hilfe. Aber gegen den eher nicht. Weil der Luftelement hat. Aber da kann er auf jeden Fall regeln, oder? Wo bin ich dumm? Erde ist der über Luft, ne? Oder bin ich da jetzt peinlich? Erde ist über Luft. Genau, sag ich doch. Wieso macht er dann. Ah, klar. Mein Spectrum ist unter Level. Deswegen macht das nicht so wenig Schaden. Da kann der schon mehr austeilen. Aber so richtig. Boah, der macht ja fünfmal so viel Schaden. Und ich kille ihn. Da können wir uns mal einen Superangriff leisten. Weil er fast nie davon getroffen hat. Alles klar. Aber das sollte kein Problem sein. Den die ganze Zeit angreifen zu lassen. Wow, was war das jetzt? Die roten Superkugeln, die nach dem Sieg über einen Crawler erscheinen, füllen deine Ladeanzeige vollständig auf. Lol. Also diese Kugeln, die laden immer diesen Superangriff auf, aber sie. Und blaue laden mehr auf, aber die roten laden sie vollständig auf. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Komm mir vor. Du kannst es wieder regeln. Und dann haben wir das.
auch easy geschafft. Die Tür öffnet sich. Ich hoffe, es ist die richtige. Das sieht man jetzt nicht, aber ich denke schon. Zumal das da, weil da Kristalle sind. Vom Mineral und hoffentlich auch Mysteriensocke. Oder sogar Reisbälle oder Entwicklungsmineralien. Wir werden mal schauen. Reisbälle, kaum habe ich es gesagt, da bekommen wir was und wir gehen in die Feuerruinen B3. So, das sieht mir schon komplizierter aus. Okay. Wir gehen mal, ich würde mal sagen, wir gehen zuerst nach links. Weil ja ganz logisch, da drüben ist eine Sackgasse. Das muss eigentlich schon jeder kapiert haben. Und wir suchen mal nach weiteren. Haben wir da einen Speicherpunkt? Da hinten haben wir einen Speicherpunkt. Was ich, wenn ich jetzt da ein Spectrum brauche, was ich nicht dabei habe für ein. Für eine Steinmarkierung. Aber da haben wir keinen. Ich kann übrigens auch nicht unser legendäres Spectrum rufen. Ist ein bisschen blöd. Okay, dann hoffen wir, dass die Steinmarkierung, wenn da überhaupt eine ist, in der Nähe vom Speicherpunkt ist. Weil das wäre viel einfacher. Oder sie kann ruhig auch jetzt schon kommen, aber bitte Feuerpflanze oder Wasserelement enthalten. Was ist das denn jetzt? Wir sind ja weiter nach unten. Weiter unten. Lol. Tropft das gerade auf Kamdoga drauf oder? Das erinnert mich an Honig. Egal. Themenwechsel. Neo Reis. Ball. Okay. Wir haben schon lange nicht mehr gegen Crawl gekämpft. Das wird jetzt aber wieder der Fall sein. Ich freue mich eigentlich schon, weil ich mein Spectrum richtig geil kämpfen kann. Zumal schließe ich die Tür nicht mal. Ah, das ist aber tricky. Weiter jetzt. Weil jetzt verschiedene Elemente teilnehmen. Das haben wir auch noch nicht gehabt, oder? Dass Crawl unterschiedliche Elemente angreifen. Aber das ist eben auch abwechslungsreicher. Und schwieriger, weil man immer mit einem Backup angreifen kann und es nicht spezifisch auf ein Element an ein Vorteil ist. Aber gegen diese war es jetzt auch nicht relativ wichtig. Das war ziemlich einfach und die reden jetzt wieder, dass da wieder ein Schalter entstanden ist, beziehungsweise das Podest ist hochgekommen. So, dank der Sackgasse können wir wieder alles zurückgehen, aber hoffentlich haben wir dabei Spaß und finden, das ist der falsche Ausgang, finden ein paar wichtige Mineralien. Wir werden es sehen nach der Werbung. Nein. Okay. Also man muss schon sagen, die Qualität hier auf Pamut ist schon einer der besten. Ich meine, einerseits die Grafik, andererseits die Story und wiederum die Ladezeiten sind richtig kurz, beziehungsweise fast gar nicht vorhanden. Wenn man zurückdenkt auf Slicer, da waren die Ladezeiten ja immer wieder, wenn man in eine neue Etage gegangen ist. Ich habe gleich eine Steinmarkierung. Ist zwar hier auch so, was machst du? Ist hier auch so, dass man ist hier auch so, dass jede Etage eine Ladezeit ist, aber hier sind die Etagen einfach viel größer
und im Turm auf Slice, oder war man einfach nach 2 Minuten hat man schon wieder eine Ladezeit gehabt. Das war halt zum Schneiden nicht besonders geil, weil ich wirklich, ich denke mal, jede Ladezeit rausschneide. Habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt und ich habe es halt vor, aber ob ich da die ein oder andere übersehe, weiß ich dann natürlich nicht, weil ich schon mal das Video natürlich nicht nochmal an. Ich skippe größtenteils viel, weil da wird sonst so viel Zeit drauf gehen und ich hätte jetzt doch keine Steinmarkierung gefunden. Habe ich mich mal verhört. Okay. Dann ist hier auch schon das dritte und letzte Bossgeld und ein bisschen kacke finde ich, weil jetzt auch nur wieder Feuer Crawl sind. Wo hat man gelobt? Ja, so viel Innovation. Aber jetzt sind schon wieder die gleichen. Nur die gleichen. Aber besser für uns. So, die sind ein bisschen blöd, damit ein Schwert eigentlich kaum raufschießen kann. Schießen schon gar nicht. Ich meine, man trifft sie halt nicht, wenn sie sich ein. Nicht, wenn ich das so sagen darf. Und mein Backdrop ebenso nicht. Beziehungsweise er trifft schon, aber die Angriffe reflektieren halt und schießen dann zurück. Das ist auch eine sehr spezielle Weise, sich zu verteidigen. Vor allem, wenn man den so jemanden dummen Weg spielt, einfach bei allen rauf geht. Aber das war's auch schon mit dem Crawl. 2 Leben noch. Jetzt spawnen keine mehr nach. Oh doch, da ist noch eins kommen. Okay, das war überraschend, aber das wird auch kein Problem sein. Oder? Weil wenn sie sich so einnisten, das ist halt schon ein bisschen kacke. Ja, greif doch ran, was stehst du einfach daneben, ne? Hast du dann noch mehr? Aber dann müsste er schon wieder reichen, ne? Der greift überhaupt nicht mehr an, der sitzt in sich fest. Was weiß ich. Das vernichten wir mal von mir aus. Und er ist Level up. Finde ich gut. Das Podest erhebt sich. Witzig auch, dass die sich erst immer erheben, wenn wir die Crawl besiegt haben. Ich meine, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Auch wenn Crux geplant hat, dass das alles so ist. Wieso sollte das Podest überhaupt erheben? Wieso sollte er das nicht alles so verschließen, dass man überhaupt keine Chance hat, zur Scherbe zu kommen? Also es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Aber okay, nachdem man will, ne? Von da kommen wir, da müssen wir dann. Nein, eben nicht. Schalte ich mal nicht auf die Karte geschaut. Hätte jetzt verkackt. Aber rein theoretisch von der Platzierung des Podests wäre auch klar gewesen, dass wir hier entlang müssen. Wenn man logisch nachdenken könnte, hätten wir das auf jeden Fall auch so herausgefunden. Aber mich wundert, dass wir bisher noch keine Steinmarkierung gefunden haben. Ich dachte eigentlich schon, dass da noch was kommt. Aber nee. Euch habe ich nicht. Hat der auch schon wieder so ein Schild? Mann, willst du mich verarschen? Willst du dich von hinten angreifen, oder was? Ja, okay. Der hat sowas Spezielles. Der hat so ein Schild als Arm und den kann man jetzt nicht angreifen. Mit einer Axt wahrscheinlich schon, aber wir können es somit nicht angreifen. Und ich heile mich mal lieber. Jetzt kommen noch mehr solche. Also man sieht, der Schwierigkeit sieht schon ordentlich an. Ich meine,
könnte eine Axt auspacken. Oh, jetzt sind wir am Boden, jetzt könnt ihr den Superangriff wahrscheinlich nicht ausweichen. Okay, das war schon mal ganz gut. Aber ich nehme mal die Schwierigkeit und kämpf mal ohne Axt, soweit gut läuft. Sollte man das auf jeden Fall Schwierigkeit annehmen, ne? Besonders schwierig ist das Spiel jetzt nicht, ne? Ich glaube, ich bin nur bei 2 Riesen-Crawls gestorben. Und das war eigentlich relativ lame. Den ersten und bei dem auf Mina hat. Aber ich glaube, bei anderen nicht, oder? Kann schon sein, aber ich denke nicht. So, da hinten sollte jetzt eine Steinmarkierung sein. Die habe ich jetzt gehört und Feuer. Okay. Wäre es jetzt was anderes gewesen, als wir nicht dabei hätten, wäre es auch komplett egal gewesen, weil wir da drüben einen Speicherpunkt haben und da können wir jederzeit ins Labormenü zurückkehren, wie wir wissen. Das zerbricht ganz episch und wir können reingelangen. Schauen wir mal, was wir da Cooles bekommen. Das Backdrop sagt mir bisher nicht. Ein Schild. Den Schild kenne ich. Decker. Also dieses Decker-Schild und diesen Standard-Kosmos-Schild, die zwei kenne ich. Aber diesen Pflanzenschild kannte ich nicht. Apropos Pflanzenschild, der ist hier übrigens komplett fehlgeschlagen, ne? Falsch. Obwohl wir... Mann! Willst du mich verarschen? Obwohl wir eigentlich das Schild überhaupt nicht benutzen. Der komplett fehlgeschlagen und wir benutzen einfach den da. Der hat zwar 5 weniger, aber der ist halt wenigstens von den Werten gleich gerankt als von den, wie sagt man dazu, von den Elementen, genau, gleich gerankt wie die wie sagt man dazu, wie die Crawl hier, ne? So, warte mal, wir speichern noch nicht. Wir gehen zuerst ins Labormenü. Denn da wollen wir ja unser Kampfteam ein bisschen upgraden. Wir haben 2, ne? Das heißt, wir nehmen den mal. Weil den haben wir auch noch nicht gesehen in dieser Form. Und graden 31, 36. Ja, gut, dann. Graden wir den ab, ist glaube ich intelligenter. Raumtyp ändern, ja. Der da kann auch Standard sein. Ich glaube, das ändert sich von diesen Rollen. Nein, okay. Keine Ahnung. Ignoriert, was ich gesagt habe. Wir können jetzt auf jeden Fall 2 upgraden. Einerseits nehme ich nicht. Warte, bin ich jetzt überhaupt in der. Ja, bin ich. Also du bist dieser 36er, ne? Ja. Dann graden wir dich ab zur Territärform, bitte. Nicht schlafen gehen, es gibt Essen. Danke. Wie sieht er aus in der ultimativen dritten Form? Also man muss sagen, Style hat sie geschoben. Also... man hat vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay. Bist du auch abgegradet werden? Schau her, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Süß, oder? Ja, aber jetzt suchst du nicht mehr, sondern du kämpfst. Ist auch Fernangriff, ne? Könnten wir auch noch nicht upgraden, also von dem ist es auch wieder egal. Ist auch nur 21, ne? Jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber auf jeden Fall haben wir ein weiteres Wassers Backdrop. Du kommst da rein und dann macht man das so, dass der den Platz da einnimmt. Du kommst daher. Jetzt sind wir bestens ausgerüstet.
So, natürlich speichern wir nochmal, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben. Wir fahren fort und gehen zur Feuerruinen B4.